Deutsche Memes, die ihre Ehre suchen. Deutsche Memes, die ihre Ehre suchen. Ja, da sehe ich mich. Ich muss dringendst meine Ehre suchen. Ganz, ganz wichtig. So, du Hässiger. Komm mal hier unten hin. Rein in die Masse. Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Noch einmal komplett. Diese Antworten tragen wir in uns. Ich bin Elisabeths Mutter. Ich rede für Deutschland. Wenn er keiner sich traut, ich trau mich. Ich bin Elisabeths Mutter. Ja, mit dem Schild davor, das ist so gut. Veganer oder Vegetarier? Was ist das? Veganer sein oder Vegetarier sein, dass man auf bestimmte Lebensmittel verzichtet, die tierisch. Ich verzichte nicht, ich verzichte, ich esse alles. Ich komme aus Island, ich esse Walfleisch. Baller die Kurve zu krass. Digga, komm ich um die Kurve, mach Platz, Digga. Skurske in meinem Audi, Skurske. Oh. Also, das kann doch nicht sein, Digga. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich habe das Gefühl, ich habe das Bedürfnis, das Problem jetzt mit Gewalt zu lösen. Ich immer, wenn immer ich irgendwas an, wenn ich im, immer, wenn ich ein, wenn ich, wenn ich ein Problem lösen will, immer Gewalt. Hello and good evening. This is how to open a beer with a Umleitungsschild. This was. Digga, ich hab am Dorf so viele Schilder geklaut. Ich hab am Dorf nur Schilder geklaut. Ich hab Einbahnstraßenschild. Parkverbotsschild. Ich hab sogar. Digga, vorletztes Jahr habe ich noch ein Schild geklaut. Hä? Bin ich dumm? Vorletztes Jahr habe ich ein Schild geklaut. Immer Schilder geklaut. Ich habe das einfach mitgenommen. Das hat jetzt ein Mann! Ein Kollege bei sich zu Hause. Das Jahr wird, woher das kommt. Oh, du hebst dein Bier da, na, musst du brechen. Und das Bier ist open. Zehner, wenn er es mit seinem Arschloch schafft. Akani, du kriegst keine Traube, belehrt. Ja, naja, ich hab nichts geraucht. Ich hab auch keinen Krepp genommen. Krepp? Ich hab nur Kastanien. Junge, Junge. Jetzt danke, Herr Officer. So viel, danke. Umdrehen. Das ist eine Überraschung. Wow. Eine Cappuccino- und Espresso-Maschine. Sehr schön. Und wie, Digga, diese Bastarduhr. So hässlich. No joke, diese Bastarduhr. Diese Bastarduhr. Was für eine Bastarduhr. Wer sowas bei sich hängen hat, ist ein Bastard. Diese Uhr ist ein Bastard. Diese Bastarduhr. Eine Uhr, wo, Dings, Bro. Diese Uhr, guck sie dir an. Guck sie dir an, mit Kaffee drauf. So hässlich, diese Uhr. Die Uhr ist so hässlich. Die Uhr ist so hässlich, Digga. Diese Uhr ist so hässlich. Sorry, Chat. Die Uhr ist übertrieben hässlich, Digga. Die hat meine Oma. Ja, dann ist deine Oma halt, ne? Wie du siehst, mit was? Carsten hat geschlafen im Gästezimmer bei mir und mitten in der Nacht kam ich zu ihm ins Zimmer rein und habe ihm den tiefsten Arschbohrer gegeben, den ihr euch nur vorstellen könnt. Danach habe ich an meinem Finger gerochen und es roch einfach nach Rotlux. Junge, das ist einfach Big Time Sexual Assault, mindestens. Das ist Big Time Sexual Assault. Mickey? Mickey? Also. Junge, da aber ganz schnell ab in Knasch, die Junge. Der muss aber ganz schnell ins Gefängnis. Dann bin ich ins Bett, hab mir kurz die Hände vorher gewaschen und hab mich einfach wieder hingelegt. Was? Junge, als ich bei Kevin gepennt habe, hat er mir einen Arschbohrer mit seinem Pimli gegeben. Das war fein. Aber der hat danach nicht an seinem Pimli gerochen. Ich lebe in einer fucking Müllhalde. True, ohne Witz, Kevins Wohnung ist so ein Dreckshaufen, wirklich. Kevins Wohnung ist genauso eine Dreckshaufen-Bastard wie diese Dreckshaufen-Bastard-Uhr, Entschuldigung. Warum bist du so nass geschwitzt? Was macht ihr da bei dir? Nein, ich bin nur am Rechner, alles gut. Ist Frau da? War. Verstehe. Ja, was denn? Kein Problem. Okay, wir hören uns morgen. Ciao. Junge, also, was hat Knossi da auf dem Kopf? Ciao. Warum hat Knossi so ein komisches Ohr? Guck mal. Guck mal, wie... Hä? Bei Knossi fehlt irgendwas am Ohr. Guck mal, seht ihr das? Knossis Ohr ist nicht so normal. Knossis Ohr ist nicht so, was so absteht. Sondern Knossis Ohr ist... Hä? Ist das ein Blumentopf? Knossi? Junge. Das sind lange Seiten. Nee, das ist dein Kopf, der so deformiert ist, oder? Das sind nicht Haare, das ist dein Kopf.
Guck mal, das ist angewachsen, das Ohr. Das hat einer festgeklebt. Das hat einer mit Heißkleber festgemacht im Kindergarten. Hat Sascha schön auch mal Fiki Fiki gemacht. Vollkuchen, danke schön. Fiki. Boah, stellt euch vor, Knossi ist euer Vater. So geil. Here in my heart and my heart will go on and on. Jack, Jack, halte mich. Ja, Daddy. Rose, ich liebe dich. Ah. Oh, Jack. Oh, Jack. Kannst du niemanden mehr weg? Ich fliege. Ist so geil. Pfannkuchen, Ente, Sinus, danke. You in the middle, what's your name? My name is Mariko. What's your real name? Joselito. Mhm. Ui, guck mal, Monte. Haha, ja. Die ist actually hübsch. Ich find sie hübsch. Ich find sie hot, Chat. Ich find sie hot. Ich finde sie hot. Dann werde ich die Frage mal umstellen. Wie viel Liter Bier trinken Sie denn durchschnittlich im Jahr? Ja, in der Woche eine Kiste. Ne? So. Und eine Kiste Bier hat 24 Kisten geteilt durch 7 am Tag. 24 kann man nicht durch 7 teilen. 3 Flaschen am Tag. Und nochmal 3 an einem anderen Tag. Stabile Quote, Bro. Stabile Quote. Stabile Quote. Na, im Mal 32 Monate, ne? Ja, was? Kann man das so rechnen. Ja, bitte? Ruhig, ne? Ich hab hier einen kleinen Apparat in der Tasche. Ah, scheiß drauf. Ja, da habe ich 16 kleine Freunde drin, die können schneller laufen als du. I like you. I don't give a fuck about your boyfriend. Junge, das habe ich früher immer mit meiner Babysitterin gespielt, das Spiel. War immer verliebt in die, ey. Ich hoffe, dir geht's gut, Marlene. Ey, Bro, willst du? Ja, Bruder, gib mal ein Biss, ja. Bruder, nimm ein Biss. Sein mit 15, 16, Digga, und auf Klassenfahrt. Mhm. Ich würde nicht mit den Jungs heimlich kiffen gehen, Digga, sondern ich würde zu den Mädchen rübergehen und einer nach dem anderen die Auster auslecken, Digga. So. Ja, und was hat er gemacht? Er ist mit den Jungs kiffen gegangen tatsächlich und ist danach drogenabhängig geworden. Na gut, er hat scheinbar nicht die Auster ausgeleckt. So ein Ding ist das. Lichtenergie an Montana Black. Ganz viel aber. Alles Gute. Om Aim Rim Shrim. Om mein Rim Shrim. Christian und ich, wir haben ein Modell zusammen kreiert, wie wir zunächst 12 Millionen Euro Bankbestand kreieren. Danach in der Handelsbilanz hingehen, einen Gewinn von 19,9 Millionen Euro Gewinn generieren, den wir dann natürlich steuerlich nicht versteuern werden, damit wir dann die 20 Millionen steuerfrei aus unserer GmbH und Co. KG rausholen können. No. Wichser. No Flex, aber naja. Da PS5, da, hier noch überall 15er Karten liegen, ja. No Flex, aber ich bin bei Trimax Zuschauer. Fortnite noch. Let's go. Ja. Was ist das denn? Der sieht ja scheiße aus. Guck mal. Das ist ein Kind. Das war so geil. Ey, wollen wir seine... Ich habe einen Vorschlag. Wir lenken seine Eltern ab. Warte. Max, willst du... Okay, Max, warte. Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Können wir ihn anleihen? Sollen wir den entführen? Geht das echt? Ja, das ist auch Gucci, ist auch von Louis. Immer früher gemacht mit den Fünftklässlern, oder, Chat? Oder, Chat? Eins in den Chat, wer auch mal einen Fünftklässler entführt hat, oder? Chat. Was willst du bei einem Weekender groß anderes machen, Bro? Du kannst ja doch nicht fett drauf printen. Ich wollte einen simplen... Ich find's nice, dass der auf den Weekender fett sein eingestanzt. Ja. Und einfach hinten so ein richtig rostiges Arschloch. Peso gebrandeten. So hier. Das wäre nice. Wäre der jetzt ganz schwarz. Unterhalte kurz den Chat, lieber jeder da. Stell dich ans Geländer. Ist das deine Mach Nachbarin? Mach den Tisch weg und stell dich ans Geländer und winke einfach, bis ich wieder da bin. Alter. So redet man nicht mit Frauen. Willi! Ja. Was möchtest du trinken? Eine Apfelschorle. One coffee and one Apfelschorle. You know what that is? Oh, now we have a problem.
I have to ask my friend. Willi? Ja? Apfelschorle haben die nicht. Hier kann man reden mit den Leuten, man lernt sich kennen, ne? Ja, das ist der größte Treffpunkt. Na, ich bin Torben. Und du? Ich bin Laura. Hey Laura, alles klar oder was? Wir haben uns gerade eben kennengelernt. Genau, ja. Chillig, Digga. Einfach voll schön zu sehen, dass sich Max' Eltern damals an der Tankstelle kennengelernt haben. Einfach nur schön, Mann. Ich gehöre zu Trimax. Oh, Digga. Oh. Das ist Laura und ich bin... Das sind wirklich Trimax' Eltern einfach. Dobbe! Yes, heißt er. Da ist Max. Da ist Trimax, da ist er. Auf Englisch. Hey! Voll schön, Alter. Ich hätte auch gern meine Eltern mal kennengelernt. Ist er. Und er ist noch am Leben. Meine medizinische Versorgungskapsel. Sofort. Ja, zu Befehl. Danke fürs Lochspachteln, ja? Maschallah, Digga. Brezel? Mit Süßchen? Na klar. Philo ist mein Ehrenbruder. Ich liebe ihn. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Eine Woche später. Ludwig wartet an der Isar auf Julia. Ich dachte früher immer, dass Isar einfach ein Name von der Frau ist, weil ich dachte, er erwartet. Also, weil jemand hat mir mal gesagt, ich wohne bei der Isar. Ich krieg die Anekdote nicht mehr zusammen. Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall. Scheiß drauf. Es ist sein erstes Date. Er will so cool. Ich hab's gerade einfach komplett verschissen. Ich wollte gerade. Was wollte ich jetzt erzählen? Digga, Wie möglich bleiben, seinen Charme spielen lassen. Oh ja, sein Charme. Falls Julia überhaupt kommt. Ja, weiß man nicht, ne? Hallöchen. Hi. Na, wie geht's dir? Das ist nicht Julia. Gut. Mein, sie ist aber heiß aus. Ja? Und du bist eh die wundertollste Frau an meinem Leben. Ja. Danke. Weil ohne dich will niemand aufstehen. Ja? Du träumst vielleicht, oder? Nein. Ja. Keine Ahnung. Meine Dates laufen auch nicht anders ab. Jetzt will ich mal sehen, was in Berlin los ist. Wo ist denn Berlin? Hier, Berlin. Och nein, die Arme. In Berlin sind es 910. In 2019. So. Bin ich jetzt doof oder wie komme ich jetzt nach Berlin? Mit Flugzeug. Versucht euch mal mit Menschen. X-Blitz, Joel, danke schön für eure Subs. Euch mal mit denen zu unterhalten. Nicht oder, gut mit dir, also ich mach das relativ häufig. Ist das nicht Brandenburg? Und lasst euch mal erzählen. Scheiße, Mann. Digga, diese ganze Keto-Diät oder sowas tut Mickey wirklich nicht gut, Mann. No joke, der muss mal gewickelt werden. Der muss in so eine Wolldecke gewickelt werden und da muss einer Wasser drüber kippen und dann mit dem Stock oben drauf schlagen, damit er sich wieder fühlt wie Mutterleib. Der muss mal wieder zurückgeführt werden, der Arme. Der ist vollkommen weltenentfremdet. So, irgendwer muss den beiden jetzt verbieten, das zu machen. Es wird zu wild. Diskriminierung, das haben wir hier nochmal. Und für das Gendern spricht, dass der Jarak nicht vorhanden ist. Jetzt weiß ich nicht, was dieses Wort bedeutet, aber... In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Ja. Wieder schauen. Und rein. Euer Lieblingsteil. Immer so.